Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu The Sinking City. Open World, Horror, Crime, Mystery, alles vereint und bisher auch sehr, sehr stimmig. Und mir ist direkt was aufgefallen. Und zwar oben in dem Zimmer haben wir den Brief von dem Mann gefunden, der Angst vor dem gelben König hat. Und als wir uns mit dem Hotelbesitzer unterhalten haben, sprach er über unseren Gönner, dem Mann mit den gelben Kleidern. Und das könnte irgendwie echt zusammenhängen. Ist unser Auftraggeber in Wahrheit der gelbe König? Was ist überhaupt der gelbe König? Fragen über Fragen. Genauso wie, was hat es hier mit dieser Telefonzelle auf sich? Telefonieren können wir hier nicht, aber hier gibt es eine Karte. Und hier gibt es dann so Punkte. Okay, gut, das finden wir noch heraus. Jetzt haben wir hier erstmal unser Schiff oder unser Boot. Da gehen wir gleich hin und fahren dann hier zur Old Church Road. Denn hier, verzweifelte Frau, haben wir einen Hinweis erhalten, dem wir auf alle Fälle nachgehen sollten. Und ja, ich würde sagen, damit beginnen wir jetzt einfach mal. Wobei, es ist hier wieder dunkel geworden. Ich frage mich, wenn ich mich in mein Bett lege, wird es dann wieder Tag? Oh, es sind hier auch Gäste. Anni, du bist ja der sehr freundliche Inhaber dieses Hotels. Hier liegt noch ein Brief. Die Zeichen der Einheimischen. Darren, langsam komme ich dahinter. Die Einheimischen markieren besondere Orte. Eine Tradition, die es schon vor der Flut gab. Wie Landstreicher hierzulande bringen sie Zeichen an. Die Bedeutung einiger dieser Zeichen konnte ich schon entschlüsseln. Das Zeichen auf Türen, das wie ein H aussieht, bedeutet, dass das Haus bewohnt ist. Ein gitterähnliches Zeichen weist darauf hin, dass dort ein Versteck mit brauchbarem Zeug ist. Zeichen, die wie ein V aussehen, markieren abgeriegelte, gefährliche Orte, an denen man wohl reiche Beute machen kann. Das spiralförmige Zeichen gibt mir noch Rätsel auf. Vielleicht kriegst du ja raus, was es bedeutet. Ach, falls du auf ein Kreuz mit KKK stößt, hol deine Knarre raus. Ja, auf alle Fälle, denn KKK bedeutet der Ku Klux Klan. Und zu der Zeit ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. So, wir gehen nochmal in unser Zimmer. Das ist hier vorne. Die Tür gibt nicht nach. Und hier ist nämlich auch unser Bett. Können wir uns schlafen legen vielleicht? Um hier die Nacht zu verbringen, anscheinend nicht. Ah, das wäre sehr interessant gewesen. Na gut, dann haben wir jetzt dann wohl doch nicht Tag. Achso, hier ist noch der Brief. Ich musste gerade noch was wieder neu spielen. Von daher hatte ich jetzt den noch nicht mitgenommen. Keine Sorge. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu unserem Schiff und gehen dieser Spur nach. Hier ist ein H. Ein H bedeutet bewohnt. Das wissen wir schon. Jetzt wird es hier auch langsam ein bisschen heller. Auf jeden Fall sieht die Stadt minimal freundlicher aus. Obwohl, wenn ich mir da diese Skulptur ansehe, kann von Freundlichkeit echt nicht die Rede sein. So, gibt es eigentlich eine Schnelltaste für die Karte? Ich glaube, das war hier. Ja, genau, hier gibt es die. Einfach auf den Select-Button drücken. Genau, und dann fahren wir jetzt einfach nur links und dann wieder links runter. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Wartet mal. Ja, das ist richtig hier. Erinnert ein bisschen an das alte London, oder? Die Stadt ist untergegangen, also nicht London, sondern Oakmont. Und jetzt sind hier überall Schiffe, denn ohne Schiffe kann man sich hier nicht mehr bewegen. So, ich glaube, müssen wir jetzt hier rein, ne? Nicht alles. Nee, da kommen wir in die Hollow Lane. Nee, wir müssen hier schon geradeaus. Was ist das denn da hinten? Was da aus dem Wasser rausragt? Das Monolith? Aha. Das ist ja strange. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns noch ein bisschen über Lovecraft im Allgemeinen unterhalten. Das machen wir auch noch. Beziehungsweise über den Cthulhu-Mythos. Jetzt gehen wir hier erstmal an Land. Und hier ist schon ein geschäftiges Treiben. Was machen Sie da? Außer diesen Hai auseinandernehmen. Okay, ich störe niemals eine Frau, die gerade dabei ist, einen Hai zu zerfleischen. So, der Hinweis, den wir gefunden haben über die verzweifelte Frau. WTF,
prügeln die sich hier gerade um die Reste? Hat der da ein Kind hinten drin? Kann man gleich davon ein Bild machen? Sein Gesicht verrät uns, er ist ein Innsmouther. Hier ist ein bewohntes Haus. Da ist ein Haar. Wir wechseln mal in den Detektivmodus. Denn hier haben wir ja die Hinweise bekommen. Ich lese das nochmal ganz kurz vor, was wir dazu haben. Und zwar ganz gleich, wie viel die Flut Oakmont genommen hat. Die Stadt umgibt immer noch etwas Widernatürliches. Ich kann nicht aufhören zu gehen, selbst wenn mich dann weitere Visionen plagen werden. Im östlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor, nahe der Kreuzung Fitz O'Callaghan Street und Old Church Road, passierte es dann. Ich war eine Frau, eingesperrt in einem Zimmer, infiziert und dahinsiechend. Mein Körper verwandelte sich, es juckte schrecklich und mein Gesicht, ich presste meine Hände gegen die Haut, damit es nicht wächst, bis ich irgendwann erstickt bin. Danach saß ich weinend auf der Straße, bis mir ein Innsmouther einen Tritt verpasste und mich aufforderte zu gehen. Okay, ja, Tritte gibt's da hinten, aber ich glaube, das hat nichts mit der Frau zu tun. Eingesperrt in einem Zimmer. Das kann eigentlich nur ein Hinweis darauf sein, dass wir hier in ein Haus oder so etwas hinein müssen. Und das einzige Haus, was wir hier wirklich haben, wäre jetzt das. Und wir gehen jetzt auch einfach mal rein. Sieht natürlich zerfallen aus. Oha, und wir bekommen einiges an Items. Daraus stelle ich doch gleich mal was her. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon mal gezeigt habe, ansonsten machen wir das jetzt. Man stellt am besten immer wieder schön Zeug her, Munition zum Beispiel. Ne, für den Revolver brauchen wir mehr. Wenn wir aber nur für die Pistole arbeiten, brauchen wir weniger Materialien, kriegen wir also mehr Munition raus. Heilung auch immer ganz wichtig. Genau, ja, ich glaube, mehr kann man dann auch gerade gar nicht machen. Ich sollte vielleicht mal abspeichern oder so. So. Erstmal abgespeichert hier. Wer weiß, was hier so kommt. Ah ja, Munition Kaliber 38. Das ist gut. Was ist das denn hier? Ist das eine... Achso, ich dachte schon, das ist eine Säge oder so. Nee, zum Glück nicht. Okay, wir sind hier nicht allein. Okay, über uns befindet sich was. Ach, du Schreck. Oh. Okay, das Ding ist viel zu stark für uns. Heilung. Oh Gott. Oh nein, und was für kleine Viecher. Wow, noch viele kleine Viecher. Ach du Scheiße. Okay, und ich bekomme eine Vision. Wow. Okay. Den muss ich jetzt irgendwie abschütteln. Oh mein Gott. Boah, der ist viel zu schnell. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das Ding noch da? Ach du Scheiße. Nein! Okay, es hat mich
Hat mich getötet. Okay. Okay, also irgendwas ist hier in dem Haus. Und es ist auf jeden Fall nicht nett. In dem Brief stand ja was von einer Verwandlung drin. Hat das was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding ganz schön stark. Das macht mir richtig viel Schaden. Halleluja. So, ja. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder reinkommen. Zum Glück habe ich abgespeichert. Bedeutet aber, dass es ja nicht wirklich leichter wird. Ich glaube, ich habe auch einen Nahkampfangriff. Den sollte ich auch mal benutzen. Komm schon, 10% noch. Wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen sollten, würde ich einfach dann in der Hauptmission, also verschollen im Meer, weitermachen. Es ist ja so bei diesen Open-World-Rollenspielmäßigen Geschichten, dass man manche Sachen auch erst später machen kann, wenn man am Anfang noch viel zu schwach dafür ist. Wir gucken einfach mal. Okay, jetzt bin ich woanders rausgekommen. The Shells Ost. Ah ja, das sind wirklich Schnellreisepunkte hier. Schaut mal. Habe ich mich hier ein und kann jetzt hierhin die Schnellreise machen nach Devil's Reef. Und müsste jetzt hier unten wieder hin zur verzweifelten Frau. Aber ich kann natürlich kann ich nicht meinen Schnellspeicherstand laden? Ihr manueller Spielstand. Das dürfte ja meiner gewesen sein. Wir laden den jetzt einfach mal. Meine wäre ja blöd, wenn ich jetzt da wieder so hin müsste. Wobei, jetzt hätte ich noch einen neuen Schnellreisepunkt, aber da bin ich halt mitten in dem Haus drin. Deswegen, ich glaube, das macht jetzt mehr Sinn. Auf jeden Fall ein sehr actionreiches Spiel und auf jeden Fall stirbt man hier recht schnell. Das erinnert wirklich so ein bisschen an die alten Silent Hill-Tage. Das hätten die ruhig mal so ein bisschen Ladebildschirmmusik einbauen können. Aber das bringt mich auf die Idee, einen Schluck Wasser zu trinken. Was ich sehr witzig finde, da wir ein Spiel spielen, das The Sinking City heißt. Die untergehende Stadt. Aber bei den Temperaturen, heute sind es draußen 38 Grad, sollte eine Flasche Wasser immer griffbereit sein, damit man nicht irgendwelche Hitzeschäden erleidet. Oh nee, okay, ich komme dann hier wirklich wieder raus. Gut, dann hat sich das ja jetzt gar nicht gelohnt. Fisch steht da. Okay. Wie sieht es mit meinem Inventar aus? Okay, es ist noch mein Inventar wie beim letzten Mal. Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal das Boot suchen gehen. Das ist hier runter. Und dann fahren wir da einfach nochmal hin und probieren das Ganze nochmal. Ich glaube, jetzt müssen wir nur wieder alle Gegner töten. Ich habe das mir ja oben auf der Karte markiert, wo ich hin muss. Deswegen, ich glaube und hoffe, dass es mich zur richtigen Stelle führt. Wartet mal. Nee. Oh, Polaris Road. Nee, wollen aber trotzdem noch. Kann ich rückwärts fahren? Sehr gut. Genau. Wir müssen hier noch bis zur nächsten Kreuzung. Ach, guck mal, da kommt eine Art Taxi angefahren. So eine Art Wassertaxi. Das ist ja witzig. Und hier wieder so ein Monolith. Was es damit auf sich hat. So, ich glaube, hier geht es dann genau jetzt in die Old Church rein. Hier lang. Oder? Ne, wir müssen hier rein, genau. Und da vorne halten wir dann. Ist das der Ort, wo wir gerade waren? Anscheinend. Hier habe ich die Markierung gesetzt. Genau da ist das Haus. Okay, was passiert jetzt?
Ich meine, ich war ja eben schon mal drin. Lädt er jetzt meinen Spielstand von gerade eben? Oder was macht er da jetzt? Okay, wir sind wieder drin. Kann ich jetzt hier eigentlich nochmal looten? Wow. Und das gar nicht mal so schlecht. Und ich kann damit das richtig gut herstellen. Inventar. Genau, ich kann damit jetzt nochmal mehr Munition herstellen. Und nochmal Heilung. Apropos Heilung, wie sieht es da jetzt eigentlich bei mir aus? Ne, ich bin voll. Gleich mal die Knarre nachladen. Ich gucke mal, ob ich mich hier so hochschleichen kann. Vielleicht bemerkt mich ja keiner. Hi, Dad. Als ich von meinem Nickerchen aufwachte, war das Fenster des Hinterzimmers zerbrochen. Ich werde wohl nach Mom suchen müssen, aber weit kann sie noch nicht gekommen sein. Ich bin mir sicher, sie wird auf mich hören, wenn ich sie gefunden habe. Wenn ich ihr Essen bringe, sieht sie mich manchmal komisch an, so als würde sie sich an mich erinnern. Hin und wieder steckt sie sogar ihren Arm aus der Luke und versucht, meine Hand zu nehmen. Aber ich tue dann immer das, was du gesagt hast. Ich bleibe hinter der weißen Linie und schiebe das Tablett mit einem Stock nach vorne. Sie weint dann immer. Ich hoffe, ihr wird es bald wieder besser gehen. Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich werde sie finden und zurück nach Hause bringen. In Liebe, Rachel. Okay. Wir sind im richtigen Haus. Denn... Also in der Vision oder in diesem Zettel, den wir gefunden haben, hieß es ja... Eine Frau, die weint und die eingesperrt ist in einem Zimmer. Und hier ist, also dieses Schreiben, was wir hier gefunden haben, beschreibt ganz offensichtlich, dass Vater und Tochter die Mutter hinter einer Luke gefangen halten und die Mutter auf jeden Fall irgendwie richtig komisch drauf ist. Und könnte sie dieses Monster sein, das hier durch das Haus irrt? Auf jeden Fall strange. Ich speichere auf jeden Fall mal ab. Das ist eine wichtige Information. Die speichern wir uns ab. Manueller Spielstand. Welchen nehmen wir zuerst? Den hier nehmen wir. So. Okay, man hat nur 3 manuelle Slots. Ach, guck mal da. Oh oh. Gott, hier ist wieder Monsterparty. Okay, diesmal war ich aber erfolgreicher. Ach du Scheiße. Wow. Krass. Okay. Okay, ich glaube, da sind wir echt noch ein bisschen zu schwach für. Wir haben aber jetzt ein bisschen mehr herausgefunden. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass die Mutter sich verwandelt hat und die Familie sie dann hinter einer Luke gefangen hält. Aber die Mutter, also ich, das wird offensichtlich, ist dieses Monster, diese Mutter, der hängt ja auch vorne irgendwie sowas aus dem Bauch raus. Ich weiß nicht, hat sie dann versucht, ihr Kind zu essen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ziemlich gruselig. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon hinkriege, weil ich habe ja auch noch keine Punkte verteilt. Vielleicht doch besser erstmal mit der Hauptquest weitermachen, um ein bisschen stärker zu werden. Das Spiel ist ja auf jeden Fall groß angelegt. Also ich glaube, wir müssen nicht alles hier gleich am Anfang irgendwie hinkriegen. Von daher, lasst uns einfach noch mal jetzt in der Hauptquest weiterschauen, oder? Ich glaube, das ist besser. Ja, ich glaube, das ist besser. Aber ich check mal, ob ich zumindest jetzt das Dokument, was ich da gefunden habe, behalten habe. Denn deswegen habe ich auch extra abgespeichert. In Oakmont hält man den Mund. Aha.
Okay. Ah ja, also anscheinend komme ich dann hier wieder raus. Hui. Krass. So, gesammeltes. Briefe aus Augment EK. Ja, den Brief habe ich. Und damit auch die Fähigkeiten. Oh, ich habe schon einen Wissenspunkt, den ich ausgeben kann. Wartet mal. Kampf, Körper, Geist. Zusätzliches Magazin. Wieder natürliche Regeneration. Wenn du dem Tode nahe bist, regenerierst du für eine letzte Chance im Kampf einen begrenzten Teil deiner Lebenskraft. Das halte ich jetzt für nicht so schlecht. Was haben wir hier? Hartgesottener Detektiv. Mehr Patronen. Ah ja, 10%iger Wahrscheinlichkeit, doppelt so viel Schaden. Und du kannst doppelt so schnell Fallen aufstellen. Hier zum Beispiel könnten wir auf Feldsanitäter, also gut gepolstert. Boah, ich würde nach den Erlebnissen jetzt eben, würde ich wieder natürliche Regeneration machen, oder? Okay, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Okay. Gut, dann lasst uns mal lieber in der Hauptquest weitermachen. So, wo müssen wir jetzt dafür eigentlich hin? Dazu müssen wir erstmal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Also, was wir überhaupt machen müssen dafür. Verschollen im Meer ist die Hauptquest. Und wir haben den Schlüssel zum Hauptquartier der Expedition. Es befindet sich an der Kreuzung Asher Road und Hubert Avenue im nördlichen Teil des Bezirks Coverside. Okay. Boah, wie riesig diese Map einfach ist. Red Heights. Advent. The Shells, das sind wir gerade. Salvation Harbor. Grimhaven Bay. Das klingt so ein bisschen nach Batman. Ah ja, hier haben wir Coverside. Und da drüber noch Old Grove. Boah, ist echt eine riesige Map. Krass. Okay, Asher Road und Hubert Avenue. Das wäre dann hier. Glaube ich zumindest, oder? Markierung setzen. Genau, Schlüssel zum... Nee, nicht da. Editieren, löschen. So, nochmal. Hier lang. Und zack. Genau, da ungefähr müsste das sein. Gut, das bedeutet, wir gehen jetzt hier hoch bis zur Ambrose Street und steigen dann ins Boot oder fahren mit dem Boot, nee, steigen hier ins Boot und fahren hier diesen Mayflower hoch und dann bis zur Ambrose Street. Lass uns das mal machen. Mein Boot müsste ja hier irgendwo dann liegen. Also ich mag wirklich das Setting der Stadt. Also wer sich mal mit Cthulhu auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das immer in so nebeligen Welten spielt. Das fand ich schon damals verdammt cool. So, hier in die Old Colony rein, glaube ich. Das ist dann richtig. Yep, in die Old Colony und dann zweite links in die Mayflower. Okay, so machen wir das. Es ist auch gar nicht so einfach, sich mit Cthulhu auseinanderzusetzen. Denn H.P. Lovecraft, der hat jetzt, muss man natürlich mit dazu sagen, der hat jetzt damals nicht einfach einen Roman nach dem anderen veröffentlicht, sondern viele sind ja auch Kurzgeschichten, die er im Magazin veröffentlicht hat. Was ist das denn hier? Ist das ein Buckelwal? Ist das Moby Dick? Also viele sind nur Kurzgeschichten, die er im Magazin veröffentlicht hat. Und sehr viele Details um den Cthulhu-Mythos herum sind sogar eher Gedankenspiele, die er mit so einer ausgewählten Gruppe an Leuten hatte, mit denen er Brieffreundschaft hielt. Also er hat, wie gesagt, seine Geschichten veröffentlicht. Es gibt einige, die man da lesen kann. Wie gesagt, Cthulhus Ruf, Call of Cthulhu ist sehr wichtig, die Berge des Wahnsinns, Schatten über Innsmouth, das Ding auf der Schwelle und noch ein paar andere. Ich kenne die jetzt nicht alle auswendig. Aber die gehen ja nie richtig dediziert auf diesen Mythos ein. Also da ist wirklich Call of Cthulhu die einzige Geschichte, in der es wirklich
namentlich auch um einen alten Gott geht, nämlich um Cthulhu. Und wie eine Insel, die eigentlich eine Stadt ist, die alle paar tausend Jahre aus dem Meer emporsteigt, von eifrigen Seeleuten betreten wird, die dann wirklich eine ganz kurze Auseinandersetzung mit Cthulhu haben. Ansonsten vieles, was den Cthulhu-Mythos ausmacht, sind halt diese Gedankenspiele, die er und seine Kollegen damals hatten. Oh Gott, befallenes Gebiet, das klingt jetzt nicht gerade, als ob ich da eigentlich lang will. Okay, wir müssen dann rechts in die Bassett, dann in die Freedom Avenue. Okay, das kriegen wir hin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, okay. Oh Gott, und sie beschießen mich. Oh Gott. Okay, das ist hart. Okay, hier ist die Bassett. Oder Bassett. Kann man hier drüber? Kann man hier drüber? Oh Gott, zum Glück. Okay. Ist hier immer noch befallen? Anscheinend nicht, aber hier ist alles kaputt. Okay. Also um das ganz kurz zu beenden, erstmal gut zu wissen, dass es befallene Gebiete gibt, die mich da gerade, also da, wo mich Monster verfolgt haben. Aber das ist jetzt anscheinend vorbei. Okay, also es gibt dann sozusagen Wege, da sollte man sich nicht zu lange aufhalten. Aber hier geht wieder jeder seinem geschäftigen Treiben nach. Naja, mehr oder weniger motiviert, wie es scheint. Um das Ganze um Cthulhu und Lovecraft kurz zu beenden, müssen wir hier hinten lang. So. Genau, also es gibt halt diese Kurzgeschichten, dann gibt es ja auch das Necronomicon. Das ist, glaube ich, die größte Sache, die die sich halt ausgedacht haben, das Necronomicon, was sie auch in den geschichtlichen Kontext gesetzt haben. Ursprünglich mal gefunden von Abdul al-Hazred, der eine versunkene Stadt in der Wüste fand mit seltsamen Schriften an den Wänden und dann eher auch der geschichtliche Ablauf, wie das Necronomicon über die Jahre immer weitergegeben wurde und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall super spannend. Also wer sich mit dem Cthulhu-Mythos auseinandersetzen will, der kauft sich jetzt nicht nur ein, zwei Bücher und weiß dann alles, sondern das ist auch richtig mit Recherche verbunden. Aber es ist eben extrem spannend, das zu machen. Deswegen kann ich das eigentlich jedem Mystery-Fan nur ans Herz legen. Also wer anfangen will, sollte mit Call of Cthulhu, also Cthulhus Ruf anfangen. Das ist auch nicht so umfangreich. Da ist man an einem Nachmittag durch. Und dann ist man auf jeden Fall schon mal richtig gut am Anfang, sage ich mal. Danach geht's los mit den alten Göttern, innere Götter, äußere Götter. Wie ist das Universum konstruiert? Ne? Der Horror im Cthulhu-Mythos kommt ja aus dem Kosmos. Es ist ja, sind ja selbst als Wesen irgendwann auf der Erde gelandet. Also einige von ihnen, andere wie Azathoth zum Beispiel, sind eigentlich der Kosmos. Also das ist richtig krass und umfangreich. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel erzählen von Dingen, die ich vielleicht auch nicht so hundertprozentig verstehe. Ist auf jeden Fall super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Macht das auf alle Fälle. So, wir gehen jetzt hier in Man's Finest Clothing, oder? Ne, wir tragen ja schon einen schönen Mantel. Und ich glaube, den Laden gibt es auch gar nicht. Aber hier irgendwo muss es jetzt einen Laden geben oder eine Türe geben, die ich öffnen kann. Die Expedition. So, meine Markierung ist jetzt irgendwo hier, aber das muss ja nicht immer stimmen. Guck mal, da hinten zum Beispiel, da ist eine offene Tür. Und wer bist du eigentlich? Du trägst einen Sack über den Kopf und siehst total gruselig aus. Okay. Okay. Wir gehen jetzt hier rein. Ist das hier richtig? Nee, das scheint einfach nur ein Haus zu sein, oder? Oh oh. Oh nein. Ein befallenes Haus. Ich gehe sofort raus. Nee, da waren wir offensichtlich falsch. Wir gucken nochmal weiter. Da vorne ist noch eine Türe, in die wir rein können. Da ist auch so ein komisches Zeichen. Also kein Zeichen, eher so ein Bildnis. Ein Taucher mit einer Lupe und ein Seestern mit einem Auge. Hauptquartier der Expedition. Hier sind wir richtig. Sehr gut. Dann speichere ich jetzt auch einfach mal ab. Welchen nehmen wir? Wir nehmen den hier.
So. Sehr gut, Hauptquartier der Expedition. Diese Statue ist sehr interessant. In Call of Cthulhu beschreiben sie auch ein Urvolk, also ein eingeborenen Volk, die Cthulhu anbeten. So. Haben wir hier irgendwas? Ah ja. Oh. Ja, das ist mal der Dietrich Größe 46. Den Schlüssel werde ich nicht mehr brauchen. Sehr gut, dass wir ihn bekommen haben. Denn hier hat einfach jemand die Tür eingetreten. Die Gefahren beim Tauchen. Die Dekompressionskrankheit beim Tauchen kann verschiedenste Symptome hervorrufen, darunter Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Übelkeit, Erbrechen und Orientierungslosigkeit. Akute Symptome können innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftauchen auftreten, zum Beispiel Lähmungserscheinungen, Druckempfindlichkeit der Muskeln, Blindheit, Taubheit, Schwindel, Krampfanfälle, Benommenheit oder Sprachstörungen. Lähmungserscheinungen und Druckempfindlichkeit können bei mehreren Körperteilen gleichzeitig auftreten. Ja, Abenteuer tauchen. Wer will's mal ausprobieren? Was haben wir hier? Das wurde komplett zerstört. Okay. Ja, also ganz offensichtlich sind wir nicht der Einzige, der hier ein Interesse hat, sich das Ganze hier mal genauer anzuschauen. Schon vor uns war jemand hier, aber der war etwas grober unterwegs und... ja. Hat hier einiges zerstört. Aber zum Glück anscheinend nicht alles. Schießpulver und Alkohol. Haben wir gefunden. Lass mich da ganz kurz mal checken, ob wir irgendwas craften können. Nö, können wir nicht. Aber wir sind auch gut bestückt, denn wir haben ja erst kürzlich Sachen hergestellt. Und irgendwie höre ich hier sowas wie Schritte. Mein Detektivsinn. Ist er das? Ah ja, hier ist ein wichtiger Hinweis. Außer ein paar durchnässten Blättern ist nichts mehr von der Expedition hier. So, hier weckt mich wieder mein Sinn. Kommt das hier von der Wand? Kann man hier irgendwas machen? Nee. Oha! Okay. Ah ja, einfach mit A drücken. Und damit legen wir einen Keller frei. Und warum habe ich jetzt gerade Angst? Warum habe ich Angst, dass wir da unten Monster finden? Deswegen gehe ich erstmal nach oben. Vielleicht finde ich nochmal eine Waffe oder so. Oder noch ein bisschen Ausrüstung. Keine Lust, schon wieder zu sterben. Was ist das denn? Da sind das Aale? Sieht ein bisschen so aus, oder? Ah, ein Brief. Wie kann man sich schützen? Laut den von uns gesammelten Daten haben die Orte mit paranormalen Vorkommnissen einen starken, bisher unerforschten Einfluss auf das menschliche Gehirn. Wir haben eine Liste mit Lösungsansätzen erstellt, darunter Meditationstechniken und Beruhigungsmittel, um Fällen von Wahnsinn unter den Expeditionsteilnehmern vorzubeugen. Mit Nachdruck möchte ich anraten, von all den wirkungslosen Zaubern, Talismanen und religiösen Symbolen Abstand zu nehmen und stattdessen auf die eben genannte wissenschaftlich fundierte Methode zum Schutz der Expedition zurückzugreifen, Professor Harriet Doe. So eine Muschel habe ich noch nie gesehen. Oh ja, Munition Kaliber 38, sehr schön. Oh Gott, das hört sich echt danach an, als ob wir hier gleich kämpfen müssen. Warum sind hier überall Löcher in den Fußböden? Aber wahrscheinlich, weil hier alles nach dem Untergang eingestürzt ist. Diese Exemplare glitzern auf sonderbare Weise. Ich frage mich, woher sie stammen. Fischerberichte. Die zwei Augmenter Fischer L. Sullivan, das könnte Louis sein, und B. Morgan berichteten von mehreren großen Blasen und einem unerträglichen Gestank, der vom Grund des Meeres nach oben gestiegen war.
Von Jay Harvey erwarb ich die Probe einer merkwürdigen Substanz aus dem Meer. Angeblich entnahm er sie in der Nähe zahlreicher missgebildeter toter Fische. Die Fische liegen zur Analyse vor. Mehrere Einheimische erwähnten einen Felsen, der vom Grund des Meeres nach oben wuchs und den Nebel in verschiedene Farben leuchten ließ. Die Einheimischen, die dies sahen, fühlten sich danach 2 oder 3 Tage lang krank und benommen. L.P. Stern erlitt schwere Verbrennungen, als er Teile des Felsens in seinem Keller abmeißelte. Proben zur Analyse liegen vor. Oh, das könnten diese Monolithe sein, die wir gesehen haben. Eine Karte von Cape Cod. Sieht so aus, als ob hier etwas war, das dann aber entfernt wurde. Mhm. Harriet Doe, Anthropologin. Die Anthropologische Fakultät der Universität von Oakmont begrüßt ihren Neuzugang Professor Harriet Doe. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen hinsichtlich der Herkunft der Inuit-Stämme haben zu neuen Erkenntnissen über die Menschheitsgeschichte geführt. Professor Doe wird hier an einer neuen Expedition teilnehmen, von der man sich Informationen über die Ursache der Flut verspricht und darüber, was uns möglicherweise noch erwartet. Ja, aber Harriet ist verschwunden, so wie der Rest der Expedition, außer Albert, denn der ist tot. So, ich glaube, hier oben haben wir jetzt alles, ne? Bleibt fast nur noch der Gang in den Keller. Na, ich glaube, hier oben haben wir jetzt das meiste. Dann lasst uns mal runtergehen. In die Monsterhöhle. Boah, 2 gewaltige Schiffsschrauben. Okay, es sieht erstmal safe aus. Jetzt haben wir hier ein paar Schränke. Ach du Scheiße. Hat der eine Knarre gezogen? Shit. Okay, der hat eine Knarre gezogen. So, erzählt er uns noch irgendwas? Nee. Aber... wisst ihr was? Das könnte ein Innsmouther sein. Ja, die Kiemen an seinem Hals. Oder an seinem Kopf. Das ist ein Innsmouther. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht Louis gewesen. Was hat der hier unten gemacht? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das hier alles zu fotografieren, aber fotografieren ist auf jeden Fall wichtig. Von daher machen wir das einfach mal. Der Helm lässt sich wohl nicht mehr reparieren. Hat er den Helm kaputt gemacht oder war der schon kaputt? Okay, was hat er hier unten getrieben? Ich meine, hier ist ja nichts. Also zumindest finde ich hier gerade nichts. Ja, wieder diese Statuen. Was haben wir hier? Hm, okay, einfach nur verrostete alte Duschen. Teilweise verbrannte Ladeliste. Folgendes muss geliefert werden. Grimhaven Bay, nicht später als Freitag. Taucheranzüge, Sauerstoffbehälter und Pumpen, Konservendosen, persönliche Dinge, Forschungsausrüstung. Okay, das ist, was man halt zum Beladen eines Schiffes so braucht. Oh, neuer Hinweis für Gedankenspiele. Da, die Ladeliste. Okay. Gut. Aber haben wir... oh. Ah ja, okay. Okay, wir haben dann anscheinend schon einiges entdeckt. Keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! Ah ja, das sind jetzt die Indizien, die wir gefunden haben. Die müssen wir jetzt wieder alle in den Kontext bringen. Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Dagon. Oh,
Sie erwähnen Dagon. Das ist schlimm. Das ist schlimm, denn das hat wirklich direkt was mit Innsmouth zu tun. Oder Innsmouth, wie es hier ausgesprochen wird. So, hier oben gibt's aber nichts, oder? Ja, außer dass hier so ein Riesenknochen rumhängt einfach. Wo ich gar nicht wissen will, zu wem der hier gehört. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich das Ding nicht beim Baden treffen werde. Aber sie erwähnen Dagon. So, und jetzt hier noch. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Dann schauen wir uns das mal an. Achso, jetzt muss ich alles in den Kontext bringen. Jetzt haben wir alles hier so und jetzt muss ich sortieren. Wir haben keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Eifertach, mehr Feuer, euer Dagon. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Mehrere Männer sind in das Hauptquartier der Expedition eingebrochen. Was sie nicht mutwillig zertrümmert haben, haben sie verbrannt. Das Archiv und sogar die Zeitungen. Ah ja, alle Schlüsselhinweise gefunden. Jetzt Gedankenspiele. Na gut, ich kann ja zum Glück nur zwei Sachen kombinieren. Das Archiv im Hauptquartier der Expedition wurde zwar verwüstet, aber dennoch gibt es Hinweise, denen ich nachgehen kann. Die Teilnehmer der Expedition verließen die Stadt auf einem Frachtschiff, das an einer Anlagestelle in der Grimhaven Bay ablegte. Möglicherweise gab es in letzter Zeit Anzeigen im Oakmont Chronicle bezüglich des Frachtschiffs. Genau. Na gut, alle Hinweise gefunden. Sehr schön. Heißt, ich kann jetzt hier rausgehen. Mit einem ganz mulmigen Gefühl in der Magengegend. Denn es waren Innsmouther. Es waren definitiv Innsmouther. Was mich natürlich ein bisschen ins Grübeln bringt, ob ich mit Louis die richtige Entscheidung getroffen habe. Und sie haben von Dagon gesprochen. Dagon ist in Innsmouth das Wesen aus dem Meer, mit dem die Innsmouther einen Pakt geschlossen haben. Innsmouth hatte das Problem, dass über lange Zeit die Fischbestände immer rarer geworden sind und was eine Stadt, die von Fischerei lebt, ziemlich an den Abgrund getrieben hat. Und irgendwann kam der Städterat auf die Idee, oder naja, sie haben jemanden getroffen, der ihnen helfen kann oder behauptet hat, ihnen helfen zu können, Dagon. Ich weiß nicht, ob sie Dagon direkt getroffen haben oder Wesen, die mit Dagon in Kontakt standen. Ich weiß auch nicht, ob Dagon zu den alten Göttern zählt oder ob er einer ihrer Vasallen ist. Das müsste ich alles nachlesen. Aber auf jeden Fall hat Dagon ihnen wieder reichlich Fischfang beschert, aber sie auch verderbt. Und sie mussten Bewohner opfern als Tribut. Und es scheint so, dass einige Innsmouther immer noch besessen sind von Dagon. Das haben wir gerade gehört. Und sie scheinen von der Expedition gewusst zu haben und versuchen, die Spuren zu verwischen. Das ist auf jeden Fall super spannend. Und ich muss auch sagen, jetzt nach der dritten Folge, das Spiel macht einen sehr guten Eindruck. Also für mich als Lovecraft-Fan finde ich auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Material, wo ich mir denke, wow, krass, das haben sie echt gut eingebunden. Oder ich denke mir, okay, wenn es das ist, was ich denke, was es sein könnte, dann wird das hier noch was richtig Großes werden. Und genau das glaube ich auch. Wir werden hier eine richtig großartige Detektivgeschichte erleben. Und es gibt ja auch noch so Nebenstränge, die wir auch schon angefangen haben. Naja, zumindest einen. Die Briefe aus Oakmont, da haben wir angefangen hier mit der verzweifelten Frau. Es gebe noch das alleingelassene Kind, Spieglein, Spieglein an der Wand, der Ruf des Meeres, Achtung von hinten. Und bestimmt auch noch andere Dinge. Stimmen aus den Rohren. Oh, das klingt schon alles wie alte Gruselgeschichten. Und das mag ich sehr. Also ich bin auch gespannt, wie sich diese Nebenfälle hier weiterentwickeln. Ob es noch mehr Nebenfälle gibt als diese. Wir haben auf jeden Fall schon gesehen, dass wir damit ja auch Outfits freischalten können. Das finde ich alles ziemlich cool. Also auch die Stadt ist wirklich sehr atmosphärisch. Das ist wirklich das,
was ich mir von einer Lovecraft-Geschichte erwarte. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv überrascht von The Sinking City und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Meine kleine Vorstellungsreise endet heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck gewähren, was The Sinking City ausmacht. Und ich denke, dass vor allem die Lovecraft-Fans und Horror-Fans unter euch hier einen Blick drauf werfen sollten. Ob das Ganze hier auf meinem Kanal weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Schreibt dazu gerne auch was in die Kommentare, ob ihr gerne mehr Folgen zu The Sinking City bei mir auf dem Channel sehen wollt. Bei Open-World-Spielen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich werde das Spiel auf alle Fälle privat weiter und auch durchzocken, denn das hat mich jetzt schon gecatcht. Ob es auf dem Kanal weitergeht, liegt dann auch ein bisschen in eurer Hand. Ihr lieben Leute, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei Big Ben Interactive für die tolle Zusammenarbeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall zu einer anderen Videoreihe wieder oder wir sehen uns zu The Sinking City wieder. Seid gespannt. Ich bin es auch und dann sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss, gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.